Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Wir haben uns mit dem Ray verbündet. Er wird uns jetzt helfen. Ich denke, wir sind jetzt im zweiten Abschnitt der Hauptmission. Ich würde mal davon ausgehen, weil wir ja alles an sich geschafft haben, dann haben wir einen Rückschlag erlitten und nun geht es wieder vorwärts. Zusammen mit ihm, ob wir Haddock noch kriegen, damit er uns hilft, das weiß ich nicht genau. Die Online-Mission habe ich jetzt noch keine von denen gemacht und diese kleinen Nebenaufgaben, wo man von A nach B rennen muss, um dann das, um nur ein paar Follower zu kriegen, werde ich wahrscheinlich auch nicht machen, dass mir einfach zu langweilig ist und das für mich einfach nur ein Zeitvertreib ist, ja, um das Spiel weiter hinauszuzögern. Wir halten uns erstmal schön an die Hauptmission. Hey, Kleiner, bereit, die Welt zu verändern? Ich hab was für dich. So. Was haben wir denn an Apps? Blumen erledigen, klar, das ist Schlappenudel. Wie gemalt. Das ist auch das Einzige, was wir jetzt haben. Triff Ray im Hackerspace mit Raymond Kenny. Auf unserer Seite haben wir, was wir brauchen. Um Blum ins Visier zu nehmen. Ray und Sitara scheinen sich den ersten Schritt schon überlegt zu haben. Quanta costa, wie viel Geld? Das sehe ich da nicht. Oder? Nee, das sind meine Followers. Da. Na, zu wenig. Ach so, er ist da hinten. Dann sag mal an. Hey, yo, T-Bone. Bin bereit, Mann, total bereit. Nein, im Ernst. Hacktivist-Modus aktiviert. Hey, Mann, wie kriegen wir Blumen? Was? Halt dein Joystick fest, Kleiner. Ihr werdet euch zur Blumen hocharbeiten müssen. Auch mit meiner Hilfe. Ray, briefst du ihn etwa ohne mich? Das wollten wir gemeinsam machen. Nein, ich wollte dich nur nicht stören. Nicht stören? Du störst nicht. Na komm, Marcus, briefen wir. Okay. Also... Sehen wir uns doch mal die großen Datensammler an. Unsere Freunde bei Noodle. Bei jeder Suche, von Discount-Kühlschränken zu Bulldozer-Pornos, lernen sie immer mehr über euch. Datenprofiling-Grundkurs. Genau. Aber du wusstest nicht, dass Blum diese Daten schon in ihren dreckigen Fingern haben. Oh, scheiße. Das ist echt gut, Sitara. Noodles Daten sind genau das, was Blum braucht, um Bellwether zu stärken. Noch mehr Kontrolle zu bekommen. Wenn wir an diese Munition rankämen, könnten wir haufenweise verschiedene Ziele angreifen. Dabei kann ich helfen. Ihr könnt Noodle nur von der Serverfarm aus hacken. Und ohne Freigabe kommt ihr nicht in die Serverfarm. Scheiße, man kommt nicht mal aufs Gelände, wenn man kein Angestellter ist. Was glaubst du, von wem Rob Zombie hier seine Infos hat? Sag mir, du hast die Freigabe. Nein, Mann, ich versuche gerade nicht aufzufallen. Einer meiner Chefs sitzt mir schwer im Nacken. Marcus könnte sich als Angestellter ausgeben. Oh, er kann sich nicht nur als einer ausgeben, Sitara. Sag ihm, was du mir gesagt hast, Horatio. Die Nudelbusse. Ich habe Ausweispapiere besorgt. Du musst das Ding einfach nur reinfahren. Dann werden die dich für einen unserer Busfahrer halten. Shit. Wow, nichts wie los. Alles klar. Hey. Legen wir los. Hey. Na, das ist doch hinzukriegen. So einen Bus haben wir ja schon geklaut. Gehabt. Nach da lang. Obwohl, der war sauschwer zu fahren. Also da muss ich mich echt ein bisschen konzentrieren, dass ich das auch hinkriege. Ordentlich. Ich finde unser Outfit richtig schick. Wir lassen das jetzt auch an. Aber ich werde natürlich nachher nochmal ein bisschen was anderes anziehen. Vielleicht mal was von DeadSec. Okay. Ach so, da ist er schon direkt hier.
Hm. Hatte ich noch nicht. Was soll denn der Scheiß? Ach, hör auf zu meckern. Upsala. Noch ein bisschen weiter vielleicht? Ui. Was war das denn gerade? Keine Band mit einem Schimpfwort im Namen hat je etwas. Okay, bist du bereit? Rock and Roll. Nehmen mit Horizon und Bus. Ach so. Nudel ist ja eine Anspielung auf Google, ist mir schon klar, aber. Wo soll der Bus denn sein? Ach, der, guck mal, der ist da hinten. Ich steig ein. Achtung, ich kann nicht fahren. Ich habe den Parkplatz für dich gecheckt. Der Fahrer lässt den Bus immer da und holt sich Kaffee. Wunderbar. Okay, Mann. Eins muss ich dir vorneweg sagen. Ich entschuldige mich für absolut alle. Steigst du jetzt hier auch auf? Marcus, komm schon, Alter. Da steige ich nicht ein. Ach, mein Gott. Kann nie auf dem Motorrad aufsteigen, ey. Das sind mir ja Männer. Okay, Mann. Eins muss ich dir vorneweg sagen. Ich entschuldige mich für absolut alles, was du gleich siehst. Machst du Witze? Endlich sehe ich auch mal dein alter Ego. Horatio Carlin, Firmenprogrammierer. Wieso habe ich das Gefühl, dass das eine miese Idee war? Schon gut, ich werde dich nicht aufziehen. Uiuiuiuiuiuiui. So, hier müssen wir jetzt rüber den Bus nehmen. Hey, du lässt mich hier hinten zurück. Oh, dann komm doch her. Wem muss ich dich an der Hand nehmen oder was? Hey, warte mal, ich fall zurück. Boah, der geht mir auf den Sack. Das ist der Bus, den wir nehmen müssen, ne? Habe ich. Okay. Okay, so. Wo ist das GPS? Hey, setz dich. Ich hab's okay, mal echt okay, jetzt. Aber... Ja, okay. GPS. Ich weiß, wo das GPS ist. Oben. Hab dich. Genau. Okay. Oh je, das... Wo kann man denn hier rausfahren? Ach, da. Warum ist denn jetzt schon wieder die Musik hier an? Ich hoffe, das geht nicht schief, ey. Dass die das jetzt mit den Hunden hier haben, finde ich echt nice. Aber die hätten auch noch Katzen einfügen sollen. Jetzt habe ich nicht gut geparkt. Hi, wie geht's denn? Hi, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hey, läuft so. Gut, Gary. Hallo. Hey. Ich finde, wir sehen auch noch sehr seriös aus. Oh, uns würde man das abkaufen. Horatio, was ist denn mit dir los als Erster im Bus? Was soll ich sagen? Der frühe Vogel und so. Jedenfalls, die Saftkur hat mein Leben echt verändert. Ich bin leichter, mein Kopf freier. Ich sag's dir nur ungern, aber Saftkuren bringen gar nichts. Du kennst meinen Saft noch nicht. Nein, im Ernst. Du brauchst das Fruchtfleisch. Das ist der gesunde Teil. Beim Pressen verlierst du das, dann trinkst du nur noch Zucker. Smoothies, das ist das Zauberwort.
voller Früchte, Gemüse, Superfoods. Superfoods? Ja, wie Goji-Beeren, Maca-Pulver, all das gute Zeug. Du musst noch viel lernen. Ihr wisst, dass die Forschung zu Superfoods bestenfalls dünn ist. Aber sie sind gesund. So viel steht wohl fest. Ja, aber Goji-Beeren sind genauso ein Superfood wie Weintrauben. Das ist ein Marketing-Schlagwort, um die Kunden zu ködern. Nichts für ungut. Oh, peinlich. Weißt du, Marcus, es gibt Tage, da wünschte ich, ich würde das machen, was du tust. Und dann gibt es heute. Danke, Kumpel. Ich ersticke gerade an der ganzen Arroganz hier drin. Und ich dachte, Blumenangestellte wären schlimm. Ray kommt mir sehr bekannt vor. Kennen wir den vielleicht aus Watch Dogs 1? Ich meine, es ist schon sehr lange her, dass ich das gespielt habe. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, weil ich meine, wir kennen ihn. Ich finde, ich mache mich ganz gut. Ich kann auch ordentlich fahren, wenn es denn sein muss. Wenn es sein muss. Habt ihr das gesehen, dass es hier eigene Spuren für Busse gibt? Ich weiß ja nicht, ob es die sonst jetzt auch in wirklich gibt. Aber bei uns jetzt zum Beispiel nicht. Und das wäre ja mal echt nice, sowas zu haben. Das ist praktisch. Befürworte ich total. Hey, hallo. Was spät? Tja, also... Ja, und das Catering war echt zum Kotzen. Nächstes Mal hungere ich lieber. Der neue Sushi-Laden ist so unterirdisch. Die Sojasauce war total fade. Die scharfe Thunfischrolle hatte keinen Geschmack. Oh, Mann. Das ist buchstäblich das Letzte. Buchstäblich? Ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Ich kann gerade nicht schneller, der vor mir läuft, fährt wie eine lahme Schnecke. Also ich finde, ich bin gut gefahren. Boah, mir ist irgendwie kalt. Hey, Horatio, Mann. Ich hab Schiss, Bro. Oh, wieso denn? Niemand sieht aus wie wir. Willkommen in Silicon Valley. Hey, wie nennt man einen Schwarzen inmitten von tausenden Weißen? Wie? Mr. President. Hey, wenn die uns zusammen sehen, denken die, wir hacken was aus. Tun wir doch auch. So, wir haben Schlüssel. Ist das Nudelgelände nicht unglaublich? Mann, ich fühle mich so begafft. Dann willkommen in meiner Welt. Hier arbeiten sonst nur drei andere Schwarze. Zwei Kerle, eine Frau. Wir haben eine eigene Mailingliste. Echt krass. Aber hey, du kämpfst für eine gute Sache. Du änderst die Unternehmenspolitik hier im Valley. Du weißt erst, was Unternehmenspolitik heißt, wenn du der einzige Bruder in einem Meeting bist und für alle Schwarzen sprechen musst. Scheiße. Wenn ich jedes Mal, wenn jemand gutes Argument zu mir sagt, einen Cent kriegen würde. Also, wo ist die Serverfarm? Hier nicht, leider. Das Ding befindet sich unter dem Noodle-Maps-Gebäude. Um da reinzukommen, brauchst du eine ganz andere Freigabestufe. Die Manager-Etage kann sich für dich darum kümmern. Wiederhol einfach den Bus-Hack bei einem von denen. Dann kannst du loslegen. Gehen wir in die Küche. Die Plackerei schaffe ich mit leerem Tank nicht. Hey, willst du einen Kaffee? Nein, alles gut. Bitte, nimm dir ruhig einen Orangeapfel. Die schmecken göttlich. So liebenswürdig. Vielen Dank auch. Ein Orangeapfel? Was ist das denn? Carlin? Brody? Großer Tag heute. Ich bin aufgeregt. Und du? Weißt du, du könntest uns einfach sagen, was du getrieben hast. Was du dir ansiehst, mit wem du geredet hast. Ich will nur einen Kaffee, du kleiner Scheiße. Was war das? Ich will nur einen Kaffee. Ja. Ja, okay. Bei der Personalabteilung bist du hoffentlich gesprächiger.
Genieß den Kaffee. Vorsicht! Bist du neu hier? Ja. Henna. Dem würde ich gerne eine reinwürgen. Der Typ geht mir auf den Sack. Hey, Becky. Die Herren? Der sitzt mir im Nacken seit meinem ersten Tag hier. Und jetzt sagt er, ich soll bei der Personalabteilung gesprächiger sein? Glaubst du, er hat was in der Hand? Verdammt. Hast du eine Ahnung, wie lange ich ins Kittchen wandern würde? Wenn ich in die Serverfarm komme, kann ich den ganzen Scheiß löschen, okay? Ich pass auf dich auf. Du gehst nicht in den Knast. Ich melde mich. Okay? Okay. Okay. Wir haben unseren Orangeapfel noch gar nicht gegessen. Unseren Orangeapfel. Apfel. Okay, Horatio, wie ist der Plan? Wie komme ich zur Nudel-Serverfarm? Am besten nimmst du den Aufzug im Wartungsbereich im ersten Stock von Noodle Maps. Aber Vorsicht, ist ein Hochsicherheitsbereich. Nicht mal ich komm rein. Kein Problem. Oh. Muss ja hier jetzt erstmal ganz raus, oder? Ich muss ja hier jetzt erstmal ganz raus. Ich muss in ein ganz anderes Gebäude rein, oder? Jo. Warum schleppt er mich denn dann jetzt erst hier hin mit? Ich muss in ein ganz anderes Gebäude und er schleppt mich bis da hinten hin. Nutzerfarm zu greifen, ja. Gesundheit. Es wird schwer. Okay, hier haben wir schon. Shit. Was ist denn? Tja, mein hübsches Gesicht bringt mich hier nicht weiter. Schockierend. Dann brauchst du eine höherrangige Zugangs-ID. Oder musst anders reinkommen. Ja, da hinten ist einer mit so einem Ding, aber wie soll ich den denn knacken, ey? Guck mal, dass ich anders reinkomme. Von hier aus komme ich schon mal gar nicht rein. Da ist aber noch ein Eingang. Ah, gucke mal. Ich könnte es von hier aus versuchen. Dann nach oben. Exit. Und hier bin ich. Ich bin auf jeden Fall schon mal drinne. Oh, fuck, schon wieder. Das Lustige ist, da ist ein bestimmter, den ich hacken kann. Einer wird mir angezeigt, der wohl einen Zugangscode hat. So. Und das Problem ist nur, dass ich bei dem nicht reinkomme. Vielleicht doch. Vielleicht doch.
Ich habe neulich beim Lunch neben Horatio gesessen. Ich habe mein schönstes Lächeln aufgesetzt. Hab gefragt, wie es ihm geht. Er sagte, bestens. Fragte mich dann dasselbe. Bestens. Ich wollte ihn eigentlich packen und zusammenbrüllen. Verräter! Ich arbeite wirklich gern hier. Tolle Kollegen. Er wird noch alles verderben. Der Lunch war so schrecklich angenehm. Wir waren so freundlich zueinander. Ich wäre fast ausgeflippt. Als er sich verabschiedete und aufstand, drehte er sich noch kurz zu mir um. Ich dachte, jetzt hab ich ihn. Endlich. Dann hat er mir einen Granatapfel zugeworfen und zugezwinkert. Er kriegt noch diese patentierte Goodale-Haltung. Ich werde ihn brechen. Ich glaube, ich muss da rein, oder? Pyramel und Nudeln bedeutet vielfalt sehr viel. Uns ist bewusst, dass noch Ungleichheiten existieren, aber bla bla bla. Wieso komme ich da nicht dran, ne? Da ist die Kamera. Nur einen Augenblick, wenn sie gestanden. Ich habe eine Chance, da schnell durchzukommen. Na, der ist jetzt erstmal erledigt, der Typ. Jetzt entsperren wir das Ganze, dann haben wir die Tür offen. Muss ich noch mal eben warten. Hallo, Mensch. Hallo. Gestatten Sie, dass ich Sie scanne? Nein, danke. Darf ich Sie bitte scannen? Warte, das Scannen nicht abschließen. Haben wir da eine Kamera drinne? Nee, das ist nicht Kamera. Oh Scheiße, ich hab dir einen gegeben. Fuck, das wollte ich nicht. Scheiße. Scheiße. Ich bin aus Versehen auf den Knopf gekommen. Was war das? Okay, anschnallen. Scheiße. Oh, sie stöhnt hier voll. Oh. Hab ich dir voll eingegeben, Mann. Das war überhaupt... Scheiße. Ausschwärmen! Okay, ich bin jetzt Miss Laura Kim. Wie komme ich in Noodle Maps? Wenn du ihre ID hast, müsstest du einfach reingehen können. Eine gesunde Ernährung. Schönes Wetter heute, nicht wahr? Bitte keine Panik. Guten Tag. Kann ich denn jetzt so einfach rausgehen oder suchen die mich noch? Er ist weg. Gib die Fahndung raus. Ist das Nudelgelände nicht unglaublich? Das verstehe ich nicht. So. Raus, 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 raus. Hab ich der Alten voll einen in die Fresse gehauen, ey. Mein Gott, ich... Okay. Ich bin auf den falschen Knopf gekommen und hab das. Oh Gott, ey, die arme Desaster. Die wusste gar nicht, was passiert. Oh. Die Security.
Security von Noodle Maps ist krass drauf. Also Vorsicht. Hey, du redest hier schließlich mit Laura Kim. Ich soll... Oh. Habe ich nicht gesehen, dass das Sperrgebiet ist? Sorry. Sag das nochmal. Ah. Ach, okay. Was war das? Du meinst nicht. Aha. Ja. Das überrascht mich gar nicht. Okay. Können wir hier unseren kleinen Freund reinschleusen? Aber sicher doch. Dankeschön. So, wo muss ich hin? Hier die Kamera rein. Die Tür ist auf. Ich muss mich jetzt beeilen, da rein zu flutschen. Okay. Oh Gott, mich sieht einer. Ach nee, der ist unten. So, hier darf ich jetzt wieder sein. Im Ernst, Bro. Lass dir Zeit. Kein Druck. Reiß dich zusammen, Ratio. Ich bin fast beim Aufzugsschacht. Und irgendwie gehen nur wenig über das bei der Erhöhung steht hinaus. Management von künstlicher Intelligenz, Maschinen analysieren, spionieren. Alles sicher. Okay. Hier muss ich rein. Ach, ich sehe schon. Das wird ja wieder ein Spaß. Bitte. Alles sicher. Ein Alarm wurde ausgelöst. Agenten sind unterwegs. Wer ist weg? Ich war das nicht. Aufzüge. Ratio. Fahren die zum Serverraum? Ja, aber nicht für dich. Gesichtserkennung. Und zwar gute. Geh stattdessen in den Wartungsbereich. Weißt schon. Wie geplant. Okay. Moment, wer macht das? Ich war das nicht. Ah, ich habe keine Ahnung, wer das macht. Also immer diese Leute, ne? Herrlich, ey. Bauen die immer wieder Scheiße. Ich sitze hier nur. Ich bin, geh ein bisschen spazieren. Könntet ihr nicht mal weggehen? K.
könntet ihr nicht mal weggehen. Okay, Leute, ich muss eh Schluss machen. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.